Na komm. Raus aus dem Gefahrenbereich. Oh, es ist hell. Mach doch mal das Licht aus. Ah. Lass mich zufrieden. Hey, du, alles gut? Oh mein Gott. Er hat mich gesehen. Sind wir sicher? Noch nicht. Ich glaube, es kommt Verstärkung. Schnell weiter. Los. Es ist noch nicht vorbei. Durchhalten, Helena. Oh mein Gott. Ah, au. Ich halte sie nur auf. So leicht kommen sie nicht davon. Na los. Na komm her. Wir haben so viel durchgestanden. Jetzt wird nicht aufgegeben. Ah, die Tür ist verschlossen. Verdammt. Ja, eine Stange. Das könnte klappen. Und jetzt sollten wir die Tür aufkriegen. Zur anderen Seite. Wo eigentlich gar kein Holz vor war, aber okay. Oh mein Gott, da ist der Helikopter. Da sitzt doch wer. Wer sitzt denn da? Wir haben es fast geschafft. Eine Leiche. Machen wir eine Pause. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Na, dann lass uns doch mal was finden. Aber zuerst mache ich noch ein bisschen die Lautstärke vielleicht ein wenig höher. Okay. Ah, nur ein Ticken. Nur ein Ticken. Und so. Kleine Sekunde. Bin sofort wieder für euch da. Okay, da sind wir. Alles klar. Und damit. Wow, lass mal ein bisschen rüberrutschen hier. Und damit herzlich willkommen bei Resident Evil Nummer
6. Ich wollte gerade schon wieder 7 sagen, weil es liegt noch so auf der Zunge. Einem Let's Play, was ich jetzt gerade mal anfange, weil... Ja. Zurzeit haben wir kein Internet, zurzeit kommt keine Streams, weil es... Ich bin ja normalerweise jetzt kaum noch auf YouTube unterwegs, sondern eher auf twitch.tv/Servoisel. Unter einem anderen Namen, etwas anderem als hier bei YouTube. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja. Und ja, aber da hier diese YouTube-Seite auch natürlich nicht vernachlässigt werden soll, habe ich mir gedacht, weiß ich auch im Stream. Gute Soldaten so sterben zu sehen. Oh ja. Es wurde sich auch im Stream gewünscht, dass ich dieses Spiel doch mal anspielen soll, doch mal zeigen soll. Von daher habe ich mir gedacht, starte ich jetzt mal ein Let's Play. Und mal schauen, wie weit wir kommen. Und was uns hier erwartet. Leon, sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Alles klar. Wählen Sie die kombinierenden Kräuter. Okay. Krautgrün und grün. Ah ja. Durchhalten, Helena. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Oh mein Gott. Keine Munition. Oh, shit, 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 shit. Was? Was? Sie sind tot. Ja, alles klar. Ja, okay. Oh, okay. Das ging schnell. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Gut, schauen wir uns das nochmal an. Sie werden nicht dazu gehören. Nein, er nicht. Leon. Vor allem, anstatt dass er jetzt direkt schießt, nein, er lässt ihn erst auf 2 Zentimeter rankommen. Sehr schlau, mein Herr, sehr schlau. Lieber Leon. Keine Munition. Hä? Hi. Es beginnt ja richtig gut. Das läuft ja richtig, würde ich mal sagen. Top, ey. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Ich habe gerade irgendwie so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis. Jetzt hätte ich das schon mal gehört. Genau das ist eben doch auch schon passiert. Oder nicht? Munition. Okay, vielleicht machen wir die. Alles klar. Mit AD, mit wer ist die? Sind also die Tasten. Das ist aber schön, dass man es nicht gezeigt bekommt. Jetzt aber. Ah, komm her. Ah.
Man muss ständig auf der Hut sein. Alles klar. Okay, das Spiel ist natürlich ein bisschen älter. Aber was war das denn gerade bitte für ein... Machen wir vielleicht mal an. Was war das denn gerade bitte für ein... Bilderbuch? Okay. Hier können wir... Da können wir noch ein bisschen lauter gehen. Alles klar. Erstmal selber heilen. Und dann sie einmal heilen. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Was machen Sie denn? Sie müssen da weg. Jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind BSAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse Sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Der Ton ist immer noch voll leise. Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Im Notfall finden Sie da drin alles. Alles klar. Und damit nochmal wirklich herzlich willkommen bei Resident Evil Nummer 6. Jetzt geht's aber richtig los. Wegfindung, alles klar. Dort entlang. Heute nicht mit Greenscreen, weil ich gerade hinter mir keinen Platz habe, um den aufzustellen. Aber ich hoffe, ich störe hier nicht allzu sehr in der Ecke. Die nächsten paar Folgen wird es dann gegebenenfalls wieder anders sein. Alles klar, dort entlang. Boah, das ist schon cool gemacht, ey. Mit den Pfeilen. Okay. Was zum Teufel? Ich habe nichts gemacht. Aber die Tür. Einmal zeitgleich die Tür aufsprechen. Ich glaube, das Spiel kann man auch Koop spielen. Weil es ja auch einen Sprachchat gibt. Nach der Einführung, nach dem Intro, kann man das, glaube ich, Koop spielen. Ich bin mir aber nicht genau ganz sicher. Hannigan, kommen wir hier zum Turm? Vielleicht spielen wir das dann sogar Koop. Gehen Sie einfach geradeaus weiter. Geradeaus weiter, alles klar. Oh, Alter. Boah, ist das dunkel! Na komm her, bleib liegen! Und du auch! Okay! Oh, Alter! Aus ihren Löchern. Was? Was? Schneller Schuss? Ich sehe halt gerade gar nichts. Es ist so dunkel hier. Ah ja. Bleib liegen, Junge. Nein, ich habe keinen Muni mehr. Wo ist einer? Da, Hallöchen, Kumpel. Mach mal einen Ticken heller, wenn's geht.
Okay, Laservisier. Machen wir mal in grün. Sieht man ein bisschen besser. Untertitel blenden wir ein. Hat Position, alles klar. Das ist schon alles gut. Kameraeinstellung. Okay, alles klar, was man hier alles einstellen kann. Waffenhandfest, rechts, links. Zielhilfe, automatisch nachladen. Ja. Okay, alles klar. Ich hoffe, man sieht etwas. Da! Okay. Weg! Oh mein Gott. Das wird hochgehen. Scheiße. Okay. Da. Vielleicht hätte ich in die andere Richtung rennen sollen. Das kann man aber nicht wissen. Wird einem ja nicht gesagt. Okay, run. Okay, renn. Oh mein Gott. Jetzt. Hierher! Einsteigen! Jetzt muss ich wieder vorwärts rennen, oder was? Und warum gehören die jetzt zu uns? Eben hat uns doch noch der Helikopter selbst angegriffen. Oh. Boah, wie... Ja, viele Quicktime-Events. Weit verbreitetes Problem. Versuch mal mit Viagra. Los, na los. Hoch. Der Heli macht es nicht mehr lange. Nur noch ein Stück. Okay. Ja. Bitte was? Alter, was ein Auftakt, ey. Ist ja schön, dass man hier sehr entspannt in das Spielgeschehen reingeworfen wird. Ist sehr beruhigend. Total beruhigend. Roger. Hallo. Irgendwas ist hier faul. Was denn?
Was ist denn hier faul? Noch nicht genug? Resident Evil 6. Dankeschön. Sonst hätte ich es vorgelesen. War eine sehr angenehme Stimme. Inhalt wird gespeichert. Speichern beenden. Szenario auswählen. Leon. Chris. Jake. Adder. Okay. Wir haben hier jetzt 4 Szenarien zur Auswahl. Und ich würde sagen, das Intro war jetzt zwar etwas kürzer, wir haben jetzt nicht allzu viel aufgenommen. Ich würde aber sagen, ich mache für heute dann tatsächlich schon mal Schluss. Hoffe, das Video dann wirklich zeitnah jetzt noch hochzuladen. Und dann warte ich auf eure Antwort. Mit welchem Szenario ich anfangen soll. Oder welches Szenario ich hier am besten wähle. Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und bis dahin würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Auf YouTube kommt jetzt auf jeden Fall das Resident Evil 6 Let's Play. Wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder Anregungen, was ihr immer gerne sehen wollt als Let's Play, schreibt es auch auf jeden Fall in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns auf Twitch. Dort bin ich aber als Servoisel unterwegs. Gut, ich würde sagen, gehabt euch wohl. Wir sehen uns die Tage. Und bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.